Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit den Blutrites, mit den Blutschrecken, Schnitter. Und jo, einem Charakter, der jetzt Stufe 47 ist. Das ist der Livestream-Charakter, Necromant. Und jo, der hat hier Schreckens Schatten bekommen, genau. Muss jetzt hier noch Blutschaden Chance entnehmen und Blutdauer. Ja, und dann kann man mit ihm noch ein bisschen ja, die HP pushen und hier Hast und Rasereidauer. Ja, damit wir ein bisschen weniger HP haben scheinbar. Dafür aber die Gegner. Ja. Die Minions Hast bekommen und Raserei, klar. Okay, beim ersten Monolithen gehen wir mal nach rechts, weil hier Bücher sind zum Leveln. Und wir gehen den rechten Weg diesmal. Blutschnitter sind eigentlich ziemlich stark. So, was wir machen müssen, ist einfach hinteleportieren auf die Minions, sie damit opfern. Wir setzen damit Opfern ein und haben sozusagen die Minions. Und die Minions, das sind wirklich eine der besten Pets. Extrem stark. Jo, jetzt sind wir natürlich noch unterlevelig. Und die Schrecken machen noch nicht so viel Schaden, weil sie noch nicht so gute Items haben. Aber es geht manchmal echt gut ab. Zum Beispiel in Akt 7 ging es mega ab. Jo, jetzt natürlich eben noch ein bisschen langsamer. Wird aber bald schon wieder schneller. Ein bisschen leveln können. Und der Blutschaden, Blutchance ist ja auch sehr wichtig für diesen Bild. Abklingzeit und Mana-Regeneration sind die wichtigsten Sachen. So. Jo, ich mag diese Minions. Ich vermisse ein bisschen den Golem und einfach die Skelette, wenn man sie halt nicht immer opfern muss. Und, jo. Ich finde es gut, dass wir wenigstens Mana-Regeneration haben. Jo. Ah ja, ich muss ja ein paar Items aufgeben. Zum Beispiel die Ringe, der Handschuh und so. Deshalb sind wir jetzt gerade ein bisschen schwächer geworden auch. Und die Minions natürlich viel stärker. Gegner natürlich wieder viel stärker. Also. So, es geht leider nicht mehr ganz so schnell, aber gut. Dafür sind wir auch eine Nummer sicherer geworden. Haben ja mehrheitlich gute Resistenzen. Leeren Widerstand habe ich irgendwie nicht bekommen. Die habe ich bei den anderen Charakter schon alle. Ja, ja, müssen wir hoffen einfach, dass wir da nicht zu viele leeren Gegner bekommen. Also keine Leuchtfeuer-Monolithen machen zum. Ja. Die Gegend auskundschaften. So, ich muss hier machen, Wort gewinnen. Wort ist wichtig für ein Bild. Und hier unten ist nochmals Blutungschance, genau. Genau. Wunderbar. Dann kommt ja noch Aura of Decay, die Gift-Aura dazu. Dort muss ich einfach vor allem Giftresistenzen so holen. Und für die Minions einen Giftschaden. Und Giftchance, glaube ich, auch. Super. Ja, es läuft. Ist noch ein bisschen langsam, wegen überleveligen Gegner. Aber das macht nicht so viel aus. Wir müssen Tötungsschwelle, glaube ich, nehmen jetzt. Wir könnten aber noch mehr Rüstung gebrauchen. Nein! Ich bin gestorben! Wieso haben die Minions? Die sind wahrscheinlich... Die sind wahrscheinlich gestorben zuerst, wegen der Dauer. Ich bin gestorben, nein. Ich bekomme weniger Erfahrung. Wieso sind Minions immer am Gegner anlocken und sterben dann? Eieiei. Das ist nicht so toll, hä? So. Müssen wir einfach ein bisschen weniger drauf schauen. So. Ja, jetzt bin ich das erste Mal gestorben in diesem Charakter, aber macht nichts. Eben die Gegner, die sehen einfach viel zu weit. Und die Minions vor allem auch. Das ist ein Riesenproblem am Spiel und wird eigentlich nie gefixt. Jo, und es ist eben auch sehr schwierig. Also, die sind einfach unterlevelig. Wie viel unterlevelig sind wir? 5 und 3, 8 Level sind wir unterlevelig. Okay.
Das ging so schnell, ich habe ja noch gesehen, dass wir noch ein bisschen Leben hatten. Aber das Giftbrand hat uns dann getötet. Diese Spinnen waren es, glaube ich, so grüne Spinnen. Machen sehr viel Giftschaden. Das besiegt man die auch so gerne schnell. So. Und die Abklingzeit von Transplantation ist auch noch ein bisschen groß. Jo. Bett kann man die sicher sehr viel mehr spammen, wenn man auch Mana hat oder und so Sachen. Einfach ein bisschen Geduld haben mit diesem Bild. Er wird wahrscheinlich nicht ganz over the top stark sein. Aber ich bin jetzt eigentlich schon am Planen, an einem Feuerball Runenmeister auf eigene Art und Weise. Ich tue ein bisschen speziell mal Skin. Einfach mal um zu sehen, jo, wie funktioniert der dann. Ich möchte ihn eventuell auch auf Blitzschaden später setzen, weil Blitz auch mehr crittet. Und dann die Handschuhe tragen. Aber irgendwann muss ich die Handschuhe aufgeben und dann müssen wir vielleicht jo, auf Feuerschaden zurückgehen. Und ja, vielleicht Brandschaden noch einsetzen. Irgendwas mit Brandschaden. Ja. Vulkanik Orb wird einfach der zweite Skill sein, den ich immer wieder einsetze. Und ja. Der Rest muss ich noch ein bisschen herausfinden. Wahrscheinlich auch diese eine Glyphe, hä? Da wieder die richtige Reihenfolge rauszufinden, wird ein bisschen schwierig. Also ich könnte eigentlich morgen livestreamen, wenn ich einfach jo, Zeit und auch Energie habe. Ich bin momentan schon echt am gut trainieren und es ist kalt. Kann halt schon mal ein, zwei Tagen mal nicht viel kommen oder jo. Einfach Videos. Und ihr merkt vielleicht, ich habe wieder eine Allergie, also ich muss jetzt wirklich endlich sagen, die eine sollte nicht mehr Erdnüsse essen, da bin ich allergisch drauf. Und wegen der trockenen Luft aber vor allem. So. Ich gerade mit ihr fernzuschauen. Wir haben Karate Kid geschaut. Da hat sie gesagt, sie würde den Film nochmal sehen. Sie ist ein Jahr früher geboren und hat ihn dann wahrscheinlich von den Eltern immer wieder gesehen. Also der ganz alte Film, der erste Teil. 22 Mana Regeneration. Okay. Eventuell später einsetzen. Aber die Minion, der Minion Damage ist wichtiger momentan. Gut, und ja, oder Glyphe des Untergangs oder so etwas. Erschreckenschatten, genau. So. Kenne ich leider nicht so gut vom Namen. Also, jetzt müssen wir eigentlich hier hin, hä? Nenne ich das. Sonden. Dann schaue ich mal kurz. Was ist dieses Skill hier? Also das Gift habe ich. Mana Effizienz. Und hier ist Attack Speed und Area. Area könnten wir mal nehmen. So. Also, und hier haben wir gesagt bei Leech. Blutchance. Noch jemand, wenn das. Ah. Jo, die Rüstung möchte ich auch noch irgendwann mal bekommen. Ja, die macht vor allem Attack Speed, glaube ich. Hat irgendwas mit, ja, Hast und so. Genau, Bewegung, wegen Bewegung, Geschwindigkeit, Feuerschaden, Nahkampf, Kälteschaden. Geil. Aber die wird meistens mit den Glows die Geschwindigkeit getragen, glaube ich. So. Manchmal können die Minions halt auch schnell sterben. Muss man vielleicht noch ein bisschen Leben denen geben. Die Items. Also weiter. Ah, jetzt ist Out of Decay. So. Wunderbar.
toll, die Schnitte, aber noch schneller könnten sie werden. Ja, zum Laufen sind sie gut. Und ich habe ja bald den Ring mit Level 53. Ja. Okay, den Magier mache ich nicht. Wiederum nur unnötig kaputt machen. Die Routes. So. Muss ich gerade mal ein bisschen schauen. Manche Gegner sind sehr schwer, die machen sehr viel Schaden anfangs, wenn ihr in die Monolithen kommt. Da sollten sie entweder ein bisschen anpassen, oder dass man früher hinschauen kann. Oder halt einfach, dass man früher ein bisschen Items bekommt, dass man einfach die Kampagne nicht immer fertig spielen muss, damit man genug stark ist. Das ist ein bisschen knapp bemessen, also es macht nicht so viel Spaß, neue Charakter zu erstellen und zu machen. Ja. Weil man immer so lange braucht. Es gibt ein paar Builds, die ich eigentlich bis zum 21. Februar noch machen möchte. Einfach noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich mache ja eben Let's Play Parts. Da kann ich nicht einfach ständig neue Charakter machen. Ja. Habe ja einfach einen gesucht damals. Ging nicht so gut. Builds waren eher schlechter, als ich gedacht habe. Und jetzt will ich das nicht wiederholen. Man sucht halt immer ständig halt nach besseren Charaktere, ohne dass die man die ganz OPien machen muss, oder? Und wir für Ilya Builds für sich machen und nicht irgendwie Builds, die einem gar keinen Spaß machen, aber die für 2000 Corruption erreichen oder so. Das ist nicht so toll. Und leider ist der Necromant auch hier wieder viel zu squishy. Das ist, jo. Es läuft nicht so gut, natürlich jetzt schon. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, müssen einen schwächeren Charakter haben. Und dann wird er auch nicht stark genug. Sie muss jetzt auch vor allem die Abklingzeit-Items bekommen. Also lieber schneller ein bisschen durchrushen. So, das reicht mit dem Stabilität. Okay. Ja, ich habe nicht so viele Minion-Items von diesem Level. Also der Ring ist eigentlich das Wichtigste. Und jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis wir über Level 60 sind. Ja, eine Arena ist natürlich gut, wenn die Minions nicht sterben. Die abkühlen sollte wieder. Ja, es geht ziemlich gut. Gehen schnell genug. Schön. Aber das meine. So. Out of Decay, aber wird wahrscheinlich noch viel zu viel, ja, Gesundheit kosten. Müssen wir also noch ein bisschen weiter leveln, die Fähigkeit. Gut, gut, gut. Arenen gehen mir ein bisschen zu lange pro Runde. Und das Mana ist gerade ein bisschen langsam hochgegangen.
Oh je. Der Bild läuft leider noch nicht gut in den Monolithen. Ich hatte wirklich null Probleme durch die Kampagne. Also wir waren in Akt 4. Ich habe 5. Ja, 5 sind wir gewesen, fast Ende, genau. Ich habe 5, 6, 7 gelevelt und ja 20 Level gemacht. Ganz schnell durchgerannt. Er hat eigentlich keine Probleme gehabt, aber sind die Gegner wirklich sehr viel mächtiger? Sind die, ja, probiert auch relativ schnell tot. Und ja. Zweimal Mana regen, gut. Ja, machen halt nicht so viel Schaden. Also, wir brauchen vor allem da unten LP-Regulation. Der Bereich muss ich schon mal höher machen, das andere leveln. Und hier muss ich das nehmen. Gut. Zwölf Geschichte für den Mage. Ja. Zwölf Geschick. So, dann können wir eigentlich hoch. Ne, ich will lieber rüber. Widerstände, okay. Nicht schon wieder eine Arena. Oh, wie schnell die Gegner da sind. So, ein bisschen aufräumen. Supi. Ich nehme vielleicht heute noch eine Folge auf. Ein bisschen mehr bringen. Einfach um zu zeigen, wie ich den Mage hochlevele. Aber das kann ich nicht so gut in einem Livestream machen. Das ist zwar noch für manche ein bisschen besser, wenn man das in einem Livestream macht. Aber ich muss ja nicht unbedingt so viele im Livestream machen, weil ich noch nicht so viele Zuschauer in Livestreams herholen kann. Also wenn ihr ja bis jetzt hierhin geschaut habt, das Video, wäre schön, wenn ihr ein bisschen bei den Livestreams dabei sein könnt auf Twitch, weil ich ja dort sozusagen wieder neu bin. Das letzte Mal habe ich im April, glaube ich, dort gut Let's Played, also livestreamt, und seitdem ja nur noch vereinzelt, um zu testen, wie gut es geht. Und ja, in den Abstürzen und so hatte ich manchmal Unterbrüche dort. Genau, also es ist ziemlich schwer gewesen, mein Video da gespackt hat. Das Problem haben sie scheinbar gefixt. Also bei mir stürzen auch mit diesem CUDA CPUs Zeugs die Spiele nicht mehr ab. Nur noch Minecraft mit einem eigenen Modpack stürzt noch manchmal ab, aber kann ich es auch nicht wissen, wie ich das eigentlich umstellen kann, dass es nicht mehr abstürzt. Aber vielleicht mögen sich einfach manche Mods nicht, die ich gerne zusammen hätte. So, okay, ich muss, glaube ich, hier hin. Ich schaue lieber noch mal kurz. Das ist das Poison Damage, ja. Okay, dann muss ich hier oben. Genau. 3 Punkte und 4 Punkte. Ja. Super. Und hier muss ich genau, hier nochmals die Area machen. Wunderbar. So, jetzt können wir schön wieder leveln. Sehr gut. Also das ist auch ein Beet, den ich manchmal Ruhe lasse, bis ich wieder ein paar Items habe. Ich sammle ja immer auch die Items für andere Gegner ein. Für andere Beets. Und ich kann ja immer den Filter auch so einstellen, dass es für andere Items
für andere Bits auch noch angezeigt wird. Beim Runenmeister muss ich halt einfach ein bisschen ja, sehen, was denn gedroppt wird. Also den Tropfeder wirklich auch ein bisschen weniger gut einstellen. Damit ich viele Items sehe, muss ich ein bisschen begleichen. Aber ich denke, ja, die wichtigen sind einfach natürlich Elementarschaden und zum Beispiel Zaubergeschwindigkeit. Ich glaube, ich nehme das nicht mit, das brauche ich nicht. Aro des Verfalls muss ich, glaube ich, gar nicht leveln. Weil der Schaden ja nicht weiter steigt. Oh, viel zu viele Käfer. Nicht so praktisch. Da haben sie noch ein bisschen Probleme bei vielen Gegnern. Der AOE von diesem Schlag ist auch noch nicht so groß. Vielleicht kann man den gut noch groß machen, ja. Aber gerade im Moment ist es noch nicht so schnell möglich. Und die Blutungsschade ist noch zu gering. Also der muss noch auf Rüstung und Helm kommen. Ich glaube, ich habe gar keine von diesen Modifikaten. Das können wir noch kurz noch suchen. Geht ja schnell zum Schauen. Und nein, ich mache es lieber dann nach dem Part. Wow, so wenig. Die mir schon. Jo. Tiefel. Aha, die wieder. So. Also jetzt geht es schon viel besser in diesem Level, nur es sind einfach viele Gegner. Ja. Also Blutungsschaden hat uns jetzt ein Plus gebracht. Wir haben ja noch die Rüstung, die macht Blutungsschaden an die Minions. Sie weiter, oder? Dass die Blutungsschaden machen. Und da haben wir einen momentanen Vorteil. Was denn einfach den Blutungsschaden angeht und deshalb machen wir ja den Blutungsschaden, den Hauptschaden. Die Dinge jetzt höhere Levels haben, die Blutrites, machen sie natürlich wieder schneller Schaden. Aber so die großen Crits machen sie natürlich nicht mehr. Da die Minions, die Gegner halt auch stärker wurden. So, ich glaube langsam. Ja, ich muss hier voll machen. So langsam können wir hier hoch. Gut, was haben wir denn sonst? Wenig Schaden. Könnte wieder ein bisschen langsamer sein. Um 25%, oder? Ein doof, aber. Ja, gut. Manche Builds sind einfach nicht ganz so gemacht fürs Leveln. Muss man später dann nehmen. Aber ich suche jetzt nicht Anfänger-Builds, weil ich ja schon ziemlich gut bin im Spiel.
Ja, das meiste liegt halt einfach an den Items, man hat sie nicht. Man muss dann einfach etwas anders spielen. Keine Zeit verdienen. Nein. Ja, mag später auch nicht. Nein. So, viele Minions gekommen. Ja, eigentlich manchmal, wenn Transplant eine Abklingzeit hat, auch nochmals Sacrifice einfach einsetzen. Ja. Aber die Mana-Kosten möchte ich lieber ein bisschen regenerieren dazwischen. So. Also, da haben wir 3 Punkte. Was jetzt eigentlich mit dem Schild? Physische Schaden, Blitzwiderstand, Kältewiderstand. Und noch ein, wie was will, okay. Gut. Also ich muss unbedingt Abklingzeit-Items haben. Das ist das Wichtigste. Ich mache mir noch Gedanken. Und rüste mich einfach besser aus. Das geht. Und genau, welches Level habe ich? 52, wir haben den Ring bald. Und könnten die Minions wirklich sehr lange aushalten. Wahrscheinlich immer. Nie sterben. Verlieren vielleicht aber auch sehr viel Leben dann mit der Zeit. So lange geht es dann wahrscheinlich auch nicht ganz. So, vielen Käfer noch. Leben. Gut. Ja, dann gehen wir zurück. Also Skelett haben wir hier, da haben wir ja hier und hier haben wir den Namen Blutungschance, sehr wichtig. Opferkette Ziele, ja, ist auch wichtig, aber wir machen ja nicht Schaden von den Explosionen, sehr wenig natürlich. Wow, wie viel Erfahrung wir bekommen. Dann gehe ich lieber oben durch. So. Jo, machen wir noch einen kurzen. Sollte jetzt auch nicht mehr so zäh sein. Oh, wie viele. Schön. Schön, schön. Also Abklingzeit. Das Wichtigste jetzt noch. Bisschen natürlich Mana-Regeneration. Und dann kommt Schutz. Zuerst Resistenzen, aber lieber. So. Zu wenig gut stark. So, meine Lebensregeneration ist super eigentlich. Für den Leash. Jo. Aber die anderen Werte sind jetzt nicht so gut gewesen. So, den Ring ausrüsten. Und zwar zu dem. Jetzt die Hine schauen. Ja, der Schutz ist schon so wichtig. So. Weil auf dem Ring ist ja auch immer Adina Schaden.
drauf. Feuerschaden erhöht den Entzugs. Nahkampfschaden verdienen, genau. Jo. Ja, egal, da müssen die Damage-Werte an irgendwas stimmt, gerade nicht so. Das ist schon klar. Die Gegner sind resistenter geworden. Ja, sind schon höhere Werte dabei. Ja. Das ist nicht alles so niedrig, wie man meistens sieht. Was ist denn auf dem einen Ring noch gewesen? Abkühlzeit, okay. Bin ich ganz extrem zufrieden mit dem Bild, natürlich schon. Aber ja, es ist ziemlich lustig und also. Ja. Einfach schön. Genauso wie ich es geplant habe damals. Schon von langem. Also ich habe es im Oktober, Anfangs Oktober habe ich es nochmal gemerkt, Blood Rites, ich könnte ein Bild machen. Die sind wirklich toll, aggressiv und haben guten OE. So Sachen. Aber ich hatte nie so die Idee, wirklich mit Transplant anzugreifen. Ja, das lag nicht so. Ich wusste einfach gar nicht, dass auf Transplant hier ein Sacrifice auslösen ist. Ja, das habe ich nie gesehen. Ja. Aber gut. Jo, jetzt habe ich ein Bild. Dankeschön, Dreadful, für den Bild. Der andere mit Hails of Arrows und den Crit, da verstehe ich nicht so ganz, muss man dann immer wieder Hails of Arrows neu platzieren, weil die AOE nicht so groß wird sein. Die ein bisschen reduziert wird durch die Skillpunkte von Hails of Arrow. Na gut. Aber, jo, ich mag ja diese Feuerbälle, die Zäsuren sind, deshalb mache ich mal ein Bild davon. Und ja, im nächsten Part werde ich wahrscheinlich dort mal anfangen und einen Part noch bringen von diesem Bild, wenn ich Abklingzeiten und so ausgewählt habe. Und dann können wir immer noch weiter schauen, ob wir diesen Bild weitermachen oder den Feuerballbild oder die zwei anderen Bilds, also der Voidteen und der Rankenbär-Druide. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt und was ihr denkt, was könnte ich noch spielen bis zum 21. Februar, bis ich den Falconeer spiele und den Warlock wahrscheinlich im Livestream verwende. Gut, Dankeschön und dann, ja, einen schönen Tag noch. Tschüss!